Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer ganz frischen Aufnahmeepisode von Train Backpack. Heute bin ich mal allein, weil das Ganze jetzt ein bisschen spontaner ist, ne? Weil, ja, ich nehme es am Abend auf, bevor ihr es sehen könnt. Weil wir ein bisschen knapper gestrickt. So, wir haben mittlerweile 31 Diamanten. Sehr schön. Was ihr noch nicht gesehen habt, hier haben wir noch ein Glass Fiber Cable übrig. Aber wenn wir hier runtergehen. Alles Glasfaser. Ich hatte ziemlich genervt, dass wir so viel Dämpfung drauf haben und auch dementsprechend die ganze Energie flöten ist. Und so ist es auch schon ziemlich knapp. Obwohl wir ein paar Low-Voltage-Solar-Panels schon angeschlossen haben. Und dementsprechend alles mit Glas und dadurch kommt dann doch deutlich mehr Saft an. Dann habe ich noch hier das mit ME-System direkt verbunden. Das kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. Es geht jetzt hier oben entlang. Das heißt, einmal werden die Scrapboxen direkt ins ME-System gezogen. Dann wird hier das Zeug aus dem Ofen direkt rausgezogen und aus dem Metal Formel. Das spart einen Haufen Lauferei, wenn man gerade zum Craften ist. Dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Low Voltage Solar Panels. Noch zwei Stück und wir hätten ein Medium Voltage. Ja, und die Scrapboxen werden ordentlich entpackt. Und nachdem ich relativ viel mit Glasfaser machen musste, also relativ sehr viel, weil das geht ja dann hier komplett bis runter und dann da unten komplett rüber. Ich weiß, hier sind 30 Diamanten oder so draufgegangen, um das hier alles zu machen. Also unsere Scrapbox-Diamanten-Farm rentiert sich schon. Da kann man nicht dran meckern, ne? So, nächste Baustelle. Gucken wir doch mal, wie es denn dem Quarry-Schacht hier hinten geht. Sind wir dann wieder kurz vergiftet, das ist aber nicht so schlimm. Jui, flupp. Wir sind mittlerweile auf Höhe. 90, 36, 35. Wird doch langsam. Ich habe zwischenzeitlich auch mal immer wieder ein bisschen hier die Rohstoffe, die verarbeitet werden können, rausgenommen. Damit wir die dann gleich im System haben und benutzen können. Okay, dieser Rechtsklick wurde etwas falsch registriert. Okay, Eisen, 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 Kupfer, Eisen, Zinn kann mit... Nein, Yellowrite nicht. Alu. Das ist gut. Noch kein Diamant. So, und welchen hat es dann ausgewählt gehabt? Ist der hier dann? Ja, scheint so. Dann eins drüber haben wir Aluminium, Blei. Weiß Blei, weiß ich gerade. Na doch, das kann man glaube ich direkt braten. Zinn, Kupfer, Yellow Red bleibt drin. Eisen, Kupfer. Eisen trifft sich ganz gut, da haben wir nämlich nicht mehr so viel davon. Blei kann mit, Eisen kann mit, Alu kann mit. Ah, ist das ganze Reaktorkraft-Geruffle hier, ne? Eisen, Eisen, Kupfer, 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 Zinn, Zinn. Im Prinzip habe ich auch genau das gleiche wie das, was wir jetzt machen, vorher gemacht. Also hier mal hingeflogen, geguckt, was man hier alles mitnehmen kann und einschmelzen kann. Also ihr habt da wirklich nichts Großartiges verpasst. Nur das Geraffel, was ich hier gerade auch so tue. So, Blei, Eisen, Kupfer, Kupfer, Zinn. Och nö. Bleib doch mal da oben, Junge. So. Ja, da kommt jetzt nicht mehr so viel da hoch. Nehmen wir aber auch mal alles mit. Kupfer, Blei, Eisen, Aluminium, Zinn. Und du fehlst mir noch, da müsste ich eigentlich alles haben. Aluminium, Zinn, Kupfer, Kupfer. Okay, dann. Geronimo, hoch da. So. Dann kommt das Ganze in die Anlage rein. Ist dann. Ach so, ist der Fackel. Ja, das ist ein Schalter, der wieder irgendein Witzbold dahingesetzt hat. So, wo habe ich Sulfur mitgenommen? Das nicht.
Ich kann es da reinschmeißen. Oh. Das sind wir direkt gebraten, aber ich dachte, das geht nicht. Na gut. Wo ist denn das Blei? Zinn, Zinn, Zinn. Aluminium, Aluminium, Zinn. Hat er das schon reingezogen, oder was? Das ist Blei. Das glaube ich nämlich nicht, dass das funktioniert. Doch. Okay, das heißt, wir können hier alles in den Masonry da reinballern. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Und das Sulfur kommt jetzt einfach mal da rein. So, das nächste, was wir machen werden, wir werden hier mal die ganze Bronze rausnehmen. 71 Emeralds mittlerweile dadurch, durch unsere kleine Anlage. Nochmal 25 Gold. Und 25 Eisen. Ihr seht, 1420, also es läppert sich langsam wieder. Und für so ein Low-Voltage-Solarpanel gehen ja auch einiges an Solarpanels, genau. An Ressourcen drauf, an Eisen. Das war schon ja nicht mal so schlecht. Hier habe ich einen Haufen Minecarts und Goldhelme und so weiter reingeschmissen. Können wir mal gucken, ob da zufällig welche drin sind. Sieht jetzt aber auf den ersten Blick nicht so aus. Könntest du auch einfach nur in die Suche eingeben, ne? Minecart nicht und Golden Helmet auch nicht. Und Bronze haben wir jetzt wirklich in unglaublichen Mengen, weil diese 130 Stück, die ich jetzt da gerade hatte, das ist ja ein kalter Keks gegenüber dem, was ich da bisher rausgezogen habe. Und das Schöne ist, dass dieser Basic Import was schneller ist als eine Wooden Pipe. Das heißt, wir können hier reinschmeißen wie die Bekloppten und es geht trotzdem immer alles weg. Einzige, was man nicht machen darf, ist, dass wir hier zum Beispiel den zweiten Stack voll machen würden. Dann würde das links nicht mehr reingehen. Das können wir mal probieren. Ach nee, darüber ging nicht. Bronze, das gibt er nicht nach unten weiter, aus welchen Gründen auch immer. So, was haben wir heute vor? Ich muss jetzt mal langsam anfangen, dass wir die Energie, nämlich diese hier, diese RF, uns irgendwo mal halten. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir dieses besondere Glas herbekommen. Wofür zeige ich euch nämlich jetzt... wie hieß denn der Mod nochmal? Thermal Expansion. Also... Add Thermal Expansion. So, wir brauchen zum einen diese Kabel hier. Ardent Energy, Redstone Energy Conduit. Der wird dann zum Redstone Energy Conduit. Aha. Wie ich dich bauen? Nein, nicht wo ich dich reinbauen, sondern wie ich dich bauen. Was ist denn jetzt das? Lead Edstone? Wieso komme ich jetzt bitte nicht an das? Redstone Energy Conduit. Ich möchte hier an das normale. Fluid Transposer. Da muss ein Redstone Energy Conduit erstmal ein leerer geschaffen werden. Und den baue ich aus Electrum und Hardened Glass. Das wird aus Blei und Obsidian Dust gemacht. Okay, wo ist unser Pulverizer? Der ist hier. Den Silber Dust habe ich für die Glasfaserverkabelung gebraucht. So, wie viel LED ist denn hier drinnen? Haben wir noch 14 und da 210. Nehmen wir jetzt mal die 14, dann haben wir einen Slot frei. Dann flitzen wir mal ganz geschwind hier hinter zum Obsidian. Machen wir mal 5 Stück. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir mit einmal pulverisieren rauskommen. So, das kommt da rein. Dann brauchen wir ein Eimerli. Ein Eimerli. So, da muss ich mal hier gucken, dass ich auch wieder demnächst mal in den Nether komme und die Lava auffülle. So, jetzt müsste das Ding hier eigentlich laufen, ne?
relativ langsam. Wie viel kriegen wir das aus einem raus? 4 Stück. Das ist doch schon mal was. So. Dann brauchen wir... Nein. Dann brauchen wir... Nein. Dann brauchen wir... Hä? Moment! Stellt mal das Ding jetzt nochmal her. Fluidot, Redstone Energy Conduit, Hardened Glass, im Induction Smelter. Und das hier ist ein Induction Furnace. Das wird nicht gehen, ne? Pulverizer, Flutons, Poser, Redstone, Rolling. Das sag ich doch mal. Mist! Also erst diesen Redstone Furnace zusammen craften. Oh Mann, ständig fehlt irgendwas. Tät ich doch immer das Gleiche. Weil wenn wir nämlich diese Sachen dann dran verkabelt haben, können wir eine Redstone Energy Cell damit befüllen, nämlich so eine hier. Und dann können wir das Teil dann einfach verwenden, ohne die ganze Zeit darum tüfteln zu müssen, wie die letzten Affen. Okay, ich wollte mal kurz gucken, ob wir hier zufällig einen drin haben. Das ist eine Rolling Machine. Stencil, Furnace, Geothermal, Blast Furnace, Metal Former, Quarry. Würde ich mal sagen. Nein! Okay, du bist fertig, dann haben wir da noch einen Schwung mehr Obsidian rein, weil das werden wir jetzt dann auch noch in Gülle und Fülle brauchen. Und bevor dann wieder die Energie nicht aus dem Teil daraus kommt, weil der transportiert nur so lange Energie, wie er Lava in sich trägt und aktiv ist, sobald die weg ist, da ist die ganze Energie aus dem Eimerchen verschenkt. So, also wir brauchen die Smeltery. Furnace Pulverizer Storm Induction Smelter. Der Induction Smelter braucht zweimal Invar, Kupfer, ein Eimerli und ein Machine Frame. Haben wir noch Invar? Invar, genau danach. 4 Stück. Dann bauen wir das Ganze schon mal auf. Also wir brauchen zweimal Invar. Brauchen einen Eimer. Wir brauchen Induction Smelter. Eine Redstone Coil. Wir brauchen einen Machine Frame. Mist, da fehlt irgendwas. Ging das nicht mit normalen Eisen? Ging das nicht oder ging das schon? Stell dich halt nicht so an. So. So. Und jetzt fehlt nur noch eine Zutat und das war, glaube ich, Kupfer, ne? Jawolski. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Nehmen wir mal die da schnell. So, der Induction Smelter. Den schließen wir jetzt hier an irgendeine Maschine an, die... Der ist voll... Relativ voll. Sind die ganzen Dynamos voll? Das ist doch blöd. Blöd, 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 blöd. Das sind Engines, das bringt mir jetzt nix. Also da würden wir 24.000 Ladung verlieren und da 39.000. Und Transposer brauchen wir auch. Redstone Furnace jetzt erstmal nicht, das heißt... Oder warte, wie viel ist da drin? 40.000, ja. Verlieren wir so wenige. So, der Induction Smelter muss auf das eine, das Pulverizer, und auf das andere, der LED. Dann brauchen wir für Steam Dynamo Wasser und irgendwas zum Verbrutzeln. Da nehmen wir uns mal ein bisschen... Piet. Und Le Eimer. Überlegen, ob ich so einen Aquarius Accumulator unten dran stelle, damit die immer automatisch das Wasser bekommen.
wobei es noch ein bisschen brauchen wird, weil die Fluidukte werden, glaube ich, auch mit der Maschine so hergestellt. Bin ich mir jetzt aber nicht zu 100% sicher. So, das Team Dynamo kriegt Pete und kriegt... Ich glaube, was er kriegt, einfach so, ne? Blub. Genau. So, das meldet jetzt so schön vor sich hin. 1420. Wie viel braucht er jetzt für ein Hardened Glass? Oh, 8 Stück. Ein Glück haben wir mehr gemacht. Jetzt erstmal die 32 hier. Schön, schön, schön. So, wie macht man denn ein Fluidukt? Fluidukt, Fluidukt. Impuls? Nee. Redstone? Nee. Tada. Kopper, LED, Kopper. Oh, das ist ja einfach. Das ist hier mal einfach. Da machen wir uns jetzt gleich mal 6 Stück davon. So, Fluidukt. Kopper, LED, Kopper. Wunderbar. So, wie geht ein Aquarius Accumulator? Da ist er. Pneumatic Servos. Okay, da brauchen wir noch ein paar davon. Ist das Tin und Tin? Dann brauchen wir noch einen Eimer. Den habe ich zufällig einstecken. Pneumatic Servo. Dann nehmen wir uns dann auch mal gleich eine mit, weil ich weiß nicht, ob wir das dann in die Teile reinbauen müssen. Einen Machine Frame. Nein, den da brauchen wir. Aquarius Accumulator. Da ist ein Igneous Extruder. Ne, der war, glaube ich, für die Steine. Jo. Dann würde ich schwer vorschlagen, dass wir uns hier nach unten graben und unsere Axt kaputt machen. Das ist toll, ja. Genau, das wollen wir doch. Und es hier aufbauen. So, zwischen den Folgen werde ich jetzt halt schnell das da unten ein bisschen verschönern. Euch wünsche ich bis dahin einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Beim Trainbacks Pack, wenn wir dann hier auch mit dem Terminal Expansion Mod ein bisschen mehr machen werden. Bis dahin, ciao!